Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Südtirol Golf auf SDF. Wir begrüßen Sie heute aus dem Passaiertal, wo die Regionalmeisterschaft 2011 stattfindet. Über 100 Spieler treten in 13 Mannschaften gegeneinander an. Wir haben die Spieler auf dem Platz begleitet. Schauen wir uns aber vorher die Charakteristiken dieses Platzes genauer an. Wenn in der Golfwelt über Südtirol gesprochen wird, dann fällt dem Insider besonders eine Anlage in Südtirol ein, nämlich jene von Passaier. Als vor 15 Jahren der Golfsport in Südtirol noch in den Kinderschuhen steckte, begann der Pionier Karl Pichler, diese malerische Anlage zu verwirklichen. Erst wurden 9 Bahnen fertiggestellt, bis schließlich im Jahr 2003 die 18 Loch vollendet waren. Diese 18-Loch-Golfanlage liegt im Herzen des Tales, eingebettet in traumhafter Natur. Der Par 71-Kurs in Passaier hat eine Gesamtlänge von 5.619 Metern. Die 18 Löcher wurden sorgfältig und mit Bedacht in die Landschaft eingefügt. Dem Weitblick und der Passion des Unternehmers Pichler ist es zu verdanken, dass der Platz auch heute noch von Jahr zu Jahr mit Verbesserungen ausgestattet wird. So wurde das Kartwegenetz asphaltiert, knifflige Stellen spielerfreundlich gestaltet und viel Geld in die Instandhaltung investiert. Das Greenkeeper-Team in Passaier gibt täglich sein Bestes und beschert den Golfern eine beinahe uneingeschränkte Spielfreude auf und rund um den Platz. Im Passaiertal findet der passionierte Golfspieler heute eine der schönsten Golfdestinationen des Alpenraums. Eine Anlage, welche sowohl für den unerfahrenen Spieler als auch für Spieler auf höchstem Niveau seine besonderen Reize ausübt. Nach diesen beeindruckenden Bildern dieser wunderschönen 18-Loch-Golfanlage hier im Passaiertal stellen wir Ihnen nun zwei besondere Bahnen dieser Anlage etwas genauer vor. Wir befinden uns hier auf der Bahn 6. Dieses Par 4 mit einem Dogleg nach rechts hat von den weisen Abschlägen eine Länge von 284 Metern. Noch im vergangenen Jahr war es dem Durchschnittsspieler möglich, das Grün mit einem präzisen Drive zu erreichen. Ein Birdie oder gar ein Eagle wurde so machbar. Doch durch die Versetzung des Abschlags weiter nach rechts hinten wurde die Länge und der Winkel verändert. Heute gilt, nur wer einen kontrollierten Draw spielen kann, sollte dies weiterhin wagen. Allen anderen empfehlen wir, ein solides Eisen 5 oder 6 an die 100 bis 120 Meter Stelle zu platzieren, um dann mit einem Eisen 9 oder ein Pitch das Grün anzugreifen. Der Höhenunterschied, welchen es beim zweiten Schlag zu überwinden gilt, wird oft unterschätzt. Er macht die Bahn ca. 10 Meter länger. Ein Eisen mehr sollte hier im Zweifelsfall gewählt werden. Das Grün selbst ist von hinten nach vorne leicht abfallend. Es gilt daher, den Ball lieber unterhalb der Fahne zu platzieren. Gelingt das nicht, kann auch ein konzentriert gespielter Abwärtsputt das Par noch möglich machen. Oder sogar das Birdie. Weiter geht's auf die 14. Bahn dieser Anlage.
Dieses Par 3 mit einer Länge von 139 Metern ist eines der schönsten Löcher von Passaier. Das Grün wird von einem mit Seerosen und Schilf bepflanzten Teich und einem vorgelagerten Bunker geschützt. Der Schlag über ein Wasserhindernis erscheint oftmals schwerer, als er in Wirklichkeit ist. Es genügt etwas Konzentration auf den Schwung und die Richtung und natürlich die Wahl des richtigen Eisens. Dann gelingt ein Treffer fast mühelos. Wir wählen hier zwischen einem Eisen 8 und einem Eisen 7. Je nach Spielstärke kann sogar ein Eisen 9 verwendet werden. Ist das Grün getroffen, kann das Paar fast schon auf die Scorekarte übertragen werden. Zwei präzise Putts und es ist geschafft. Nach einer kurzen Werbepause geht's gleich weiter mit dem Golfsport aus Südtirol auf SDF. Bleiben Sie dran. ARA Shoes steht für tragbare Schuhmode erstklassiger Qualität, die ansprechendes Design mit perfekter Passform vereint. Seit über 10 Jahren gibt es den Vertrieb in Italien, mit Sitz in Kaltern und mit 3 firmeneigenen Shops in Bozen, Brescia und Prato. Trendige Schuhmode mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, unterschiedlichen Leistenformen, geeignet sowohl für schmale Füße wie auch für voluminösere Weiten und Einlagen. Tragbare, bequeme und sportliche Mode für jeden Tag, für Damen und Herren. ARA Shop Bozen, Pfarrplatz 8. Ankommen, sich fallen lassen, genießen. Interrel Building Automation bietet die optimale Lösung des Managements der elektrischen Anlage eines Hotels. Komfortabel, vielseitig, kostensenkend. Ein System, das einfaches und schnelles Bedienen ermöglicht und so sofortiges Wohlbefinden des Gastes hervorruft. Eine optimale Nutzung der Energie im modernen Hotel. 30% Ersparnisse bei Kühlung, 20% bei Heizung, 15% bei Elektroenergie. Interrel Building Automation. Südtiroler Technologie mit Know-how und Design für Ihr Hotel. Die Mischung alpiner Frische mit mediterraner Wärme macht Meran und Umgebung zu einem einzigartigen Weinanbaugebiet. Außergewöhnliche Weinberge, extravagante Weine. Weine mit Finesse. Kellerei Meran. Von Meran bis Finchgau unter einem Dach. Active O2, das ideale Erfrischungsgetränk für Sport und Freizeit.